Schauspielerin Karen Gressel veröffentlichte vor einigen Wochen ihre Memoiren Bright Lights, Prairie Dust, Reflections on Life, Loss and Love from Little Houses Ma. Darin schreibt die Unsere kleine Farm-Schauspielerin über ihre Jugend, die Kultserie und ihre Co-Stars. Vor allem über Schauspieler Michael Landon hat sie viel zu sagen. Aber auch Kollege Victor French widmet sie einige Zeilen. French verkörperte in der Serie Isaiah Edwards, einen Nachbarn der Ingalls-Familie. Wie Karen in ihren Memoiren schreibt, hielt sie große Stücke auf ihren Co-Star. Besonders einen Moment in ihrer Zusammenarbeit hebt sie hervor. Eines Tages saßen Vic und ich auf einem Baumstamm und lernten uns besser kennen. Er liebte es zu reden und ich machte die Bekanntschaft dieses großen, pummeligen Mannes, dessen raues Gesicht zu seinem Serienkostüm passte, der eine solche Liebe besaß für seine Arbeit und für seinen Sohn. Ein großartiger Schauspieler, voller Hingabe an seine Arbeit. Er erklärte die Schauspielkunst so lange, bis einem die Ohren klingelten. Erst später erfuhr Karen Gressel davon, dass Victor French, genau wie sie, Alkoholiker war. 1989 verstarb Victor French schließlich. Die offizielle Todesursache lautete Lungenkrebs. Doch Karen Gressel hat daran so ihre Zweifel. Ihr wurde von Michael Landon nämlich erzählt, er hat sich zu Tode gesoffen. In den Nachrufen stand Lungenkrebs, aber Mike wusste es besser. Ein weiterer großer, begabter Mensch, der durch die Alkoholsucht gestorben ist, schreibt Karen Gressel. Ob das tatsächlich stimmt, ist nicht klar. Während Karen sich mit Victor French überaus gut verstand, äußerte sie in ihrem Buch viel Kritik an Michael Landon. In einem Interview mit der New York Post zur Veröffentlichung ihres Buches beschrieb sie, wie Michael sie behandelte, nachdem sie eine Gehaltserhöhung forderte. So soll Landon viele Szenen mit Karen gestrichen und ihr erzählt haben, dass sie beim Publikum nicht so beliebt sei, wie sie denke. Auch soll er sich am Set über sie lustig gemacht und Schimpfwörter benutzt haben, besonders in intimen Szenen. Mike hat dann ein Schimpfwort benutzt und ekelhafte Witze darüber gerissen, wie Frauen nach dem Sex riechen. Karen erzählte weiter im Interview, dass es für sie schwer gewesen sei, auf diese neue Situation zu reagieren. Ich war fast wie versteinert. Aber als Frau in der Filmindustrie der 70er war ich so an diese Herabsetzungen gewöhnt, dass es mir gar nicht eingefallen wäre, ihn dafür zurechtzuweisen.